Zukunftspläne? Irgendwie. Meine Zukunftspläne, die nächste machen, fangen jetzt an, eine neue Platte zu machen. Neue LP, die fünfte, dritte, ist das klar. Dritte LP? Ich denke, Mount Movie, Soundtracks. Ja, Soundtracks zählt nicht so ganz in der Reihe. Das waren Filmmusiken, die waren irgendwie veröffentlicht. Ach so. Und Tagomago, das war die letzte? Das war nicht die zweite. Ach, war die zweite? Die zweite, erste Monster-Movie. Oh ja. Und jetzt kommt die dritte. Und wird das auch so, was ich heute Abend gehört habe? Ich weiß nicht. Nur, ich meine, es wird etwas anders wahrscheinlich als live. Ne? Das im Studio ist eine andere Bedingung. Und Tourneepläne? Ausland oder so? Ja, England fahren wir am 29. April, ne? Ja. 29. April bis 19. März. Ja. Und wart ihr eigentlich schon mal im Ausland? Seid ihr da schon mal aufgetaucht? In der Schweiz. Was haltet ihr von Rory Gallagher? Ich mag keine Solo-Stars. Die Gruppe Taste am Anfang war gut, aber dann ging die Gruppe kaputt, weil einer zum Solo-Star wurde in der Gruppe. Ja. Und da wurden die anderen Musiker sauer und dann haben die nicht mehr mit ihm zusammengespielt. Also ich habe gerade gefragt, was ihr für Zukunftspläne habt dieses Jahr. Ich habe gehört, dass ihr nach England... Wir machen jetzt eine England-Tournee. England-Tournee und eine dritte LP. Ja. Und ja, vierte eigentlich, ne? Doch, ja. Also LP Nummer 3, offiziell. Ja. Aber weißt du, es kommt so zustande, wir haben Monster-Movie gemacht und dann haben wir Filme gemacht. Ja. Und da hatten wir zufällig von den Filmen genug gute Songs, die so eine Platte ergaben. Für 6 Filme habt ihr? Ja, wir haben im Ganzen für 13 schon gemacht. Für 13? Ja, da sind noch kleinere dabei und wichtige. Ja. Und einschließlich Fernsehserien. Ja, für das Messer. Und dann haben wir von den Filmen, die sich gerade so gesammelt hatten, die auf eine LP getan haben, die keinen Soundtracks genannt. Ja. Das war aber irgendwie nicht extra für die LP gemacht. Deswegen sehen wir die nur so nicht so ganz richtig mit. Die wurde unheimlich gut verkauft. Also Mother Sky von dieser Soundtracks-LP war ein echter Hit. Nee, das ist die. Ich hatte ihn schon gerade gefragt, was er von Rory Gallagher hält. Von wem? Du, ich meine, ich kann eigentlich nichts zu sagen. Er ist ein guter Blues-Genre-Gitarrist. Er ist ein fantastischer Genre-Gitarrist, wenn man versteht, was ich damit meine. Weißt du, es gibt ein Genre zum Beispiel. Es erfordert nicht persönliche Originalität, sondern... Findest du das denn berechtigt, dass er als Solo... Ich finde es gut, dass es ihn gibt. Ne? Solo-Gitarrist Nummer 1 in Deutschland... Solche Sachen finde ich sowieso scheiße, weißt du, so Nummer 1 ja, und 2. Ja, diese Polls, ja, natürlich. Das soll die Gruppen, die ja eigentlich dagegen sein sollten, soll die wieder in die Leistungsgesellschaft integrieren. Dafür erfindet man dann Polls, damit die wieder voll auf dem Leistungstrip sind. Ja. Hitparaden sind auch sowas. Ich habe ihn live gesehen in Arnheim letztes Wochenende, also ich war sehr beeindruckt. Du, ja, na klar, der ist ein fantastischer Genre-Gitarrist, das ist eigentlich das richtige Wort. Wobei ich das gar nicht böse meine, Genre. Nee. Eric Clapton zum Beispiel ist ja auch ein fantastischer Genre-Gitarrist, aber Jimi Hendrix war kein. Nein. Das ist der Unterschied. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Dann kannst du mir in dem Video... Könnt ihr mal bitte ruhig sein, ja? Könnt ihr mal ein bisschen zurückgehen? Dann sonst kriege ich nämlich gar nichts hier drauf. Welche deutsche Gruppen interessieren euch? Oder, wie finden die Düs? Wir sind mit denen auch Freunde. Ja. Gut. Kraftwerk finde ich unheimlich gut. Ja, die haben sich ja auch zweigeteilt, oder? Kraftwerk, ja, das, ja, die haben sich so ein bisschen viel geteilt. Und Birth Control, wollen wir nicht drüber reden, oder? Und du, die kenne ich zu wenig eigentlich. Ach, ich glaube, die machen auch... Ach, da hinten. Weißt du, es gibt natürlich auch in Deutschland so diesen Unterschied zwischen Gruppen, die irgendwie versuchen oder wirklich machen. Wie heißen sie, die Alpha Centauri gemacht haben? Sind doch 6, oder? Ja, sind 6. Tantrum Dream zum Beispiel finde ich auch gut.
Tempel. Ja, und Aschertempel finde ich auch gut. Es gibt eine Menge deutsche Gruppen da. Und es gibt auch Gruppen, die, weißt du, die machen alle, so wie Gülz und Kraftwerk Tempel. Die versuchen irgendwie eine eigene Musik zu machen, also irgendwie aus dem Genre rauszukommen, ne? Irgendwas Originelles zu machen. Aber es gibt zum Beispiel eine, die innerhalb des Genres bleibt, wie Frampi, die finde ich unheimlich gut, weil Frampi erfüllen das auch. Die machen nicht mehr, als sie können. Nee, sie bleiben genau im Rahmen, das ist klar. Inga ist ja auch eine gute Sängerin. Ja, ich meine, spielt aber jeder gut, finde ich. Vor allem in der Ja, ich habe sie hier gehört, sie haben hier gespielt, also live. Ich war ein bisschen enttäuscht. Wir sind jetzt mit einem neuen Organisten, fand ich sehr gut. Ja, in Berlin, meine Kollegin, die ist aus Berlin. Da haben wir auch gespielt, das war unheimlich gut. Die hat sie in Berlin gesehen, die war fünf begeistert. Stunden gespielt. Ich meine, das waren wir, haben fünf Stunden. In Köln habt ihr auch jetzt... haben wir ein Free-Konzert gemacht. Ja. Ja. Mal 10.000 Leute. Oh ja. Vielleicht von dem Bangladesch-Konzert, was George Harrison da kürzlich organisiert hat. Ja, du, was soll ich davon halten? Weißt, das ist okay. Ja, finde das gut so. Du, ich meine, ich kann eigentlich unheimlich wenig zu sagen, warum soll ich es schlecht finden? Ne? Ja, ja. Und wenn ihr jetzt die Chance hättet, genau das Gleiche zu machen, würdet ihr die Chance Ja, die Sache ist ja gelöst. Ja. Also ich meine, sie ist natürlich nicht gelöst, aber natürlich, ja. Meine, diese aktuelle Sache ist vorbei und wir haben gerade jetzt, ohne für irgendetwas, sondern nur für die Leute, die da waren, ein Freikonzert gemacht. Ne? Ist auch irgend sowas. Ja, natürlich. Ne? Man sollte den Rahmen da irgendwie nicht so eng fassen. Es muss für eine bestimmte oder für diese Sache sein. Es kann auch sein, dass wir irgendwie spontan mal für irgendeine bestimmte Sache spielen. Bloß sollte man sehen, dass das Geld, was da reinkommt, tatsächlich, wenn man für jemanden spielt, tatsächlich für etwas ist, was Menschen hilft. Ja, was macht euch eigentlich mehr Spaß, diese Fernseh- und Filmmusik zu schreiben und produzieren oder eben so Live-Auftritte? Du, kann man nicht sagen, macht alles unheimlich Spaß. Wir spielen unheimlich gern live, wir arbeiten auch gerne im Studio, weil wir ein eigenes Studio haben und da ganz frei sind. In dem Schloss oder? Nee, wir sind mittlerweile umgezogen, wir haben ein altes Kino. Oh. Das ist unheimlich schön, das ist sehr groß. Das haben wir mit. Ist das jetzt auch in der Nähe von Köln? Ja, wir wohnen hier in Köln. Was haltet ihr eigentlich von der deutschen Jugend? Ist sie... Das sind sehr allgemeine Fragen. Man kann irgendwie... Das ist so eine Frage wie, was hältst du von den Negern oder so? Nein, ne? Also ich habe die holländische Jugend kennengelernt und ich habe Unterschiede festgestellt. Ja, natürlich, klar. Aber du hast auch gerade Unterschiede, sagen wir mal, zwischen der Berliner und der Lüdenscheider Jugend festgestellt. Ja, natürlich, natürlich. Und das ist doch ganz klar, die Umwelt, wo einer lebt, bestimmt und fährt, was du, die Reaktionen der Leute und das Verhalten. Und na, Deutschland ist wieder ein bisschen anderes Land als Holland oder England oder Frankreich. Und das wird irgendwie, ist es eine andere Umwelt, also verhalten sich die Leute anders. Aber das ist ja nicht deren, die sind nicht von Natur so gemacht, sondern von äußeren gesellschaftlichen Umständen. Natürlich, natürlich. Jetzt kommt eine ganz delikate Frage. Und zwar, kennt ihr Popfoto? Ja. Was haltet ihr davon? Du, kann ich dir echt nicht sagen, was wir davon halten. Ist wohl ganz okay, dass sowas gibt. Okay. Ich meine, ich weiß es nicht. Okay, wir haben... Mal, wieso, jetzt habe ich eine Frage, wieso ist das delikat? Weil es eure ist, oder was? Ja, deshalb... Das ist irgendwie sehr allgemein. Man müsste sich verschiedene Nummern vornehmen und sagen, findest du die Richtung oder so, oder was meinst du, könnte man anders machen oder sollte man anders machen? Es wäre konkreter, aber so, was hältst du von? Das ist so wie mit der deutschen Jugend, das sind alles sehr allgemeine Fragen. Ja, die kann man eigentlich alle gar nicht beantworten. Das kommt auf den Typ drauf an. Ja, oder man muss mit allgemeinen Phrasen antworten. Verstehst du das? Ja, aber Sie müssen davon ausgehen, die Leser wollen das hören. Das ist, Nicht, dass die Leser schlechte Musik, dass die Hörer schlechte Musik hören wollen und dass Leser Phrasen hören wollen. Es ist bloß so, dass das ist wieder die Umwelt, dass sie dazu erzogen sind. Ja. Phrasen, weißt du, so wie so runterreden zu lassen und weil das leicht geht und man nicht zu denken braucht dabei, glaubt man, die wollen das hören. Ich glaube eher, es gibt Leute, die wollen, dass die Leute nicht denken und erzählen ihnen deswegen, dass sie doofe Sachen hören wollen. Das kann auch sein. Nein, ich glaube, es ist so. Natürlich.
glaube sogar das fest daran, dass es so ist. Damit ist auch die Frage nach vielen, vielen Popzeitschriften erklärt und beantwortet. Ja. Wie seid ihr eigentlich auf den Namen kennengekommen? Einfach so. Einfach so, von dem Englischen. Du, es ist, hat also nichts mit Können zu tun. Nein, nein, nein. Es ist so Dose, ne? Ja, ja. Aber es ist kein, er ist nicht programmatisch gemeint. Also die erste Frage habe ich schon beantwortet, warum ihr unbedingt alleine hier spielen wolltet, ohne Vorprogramm. Vorprogramm ist schon mal scheiße, weil wir wollen nicht so, weißt du, erst spielen so ein paar kleine und dann kommen die großen, sowas, das finde ich scheiße. Ja, ja. Und mit anderen Gruppen überhaupt zusammen, so ist ja ganz egal, das geht sehr schwer. Weil jeder macht eine bestimmte Stimmung und die Leute sollten eigentlich sich in eine Musik reinhören und weißt du, mit auch dagegen sein. Aber das kommt doch erst zustande, wenn sie richtig drin sind. Ja. Und dafür braucht man Zeit. Speziell unsere Musik ist irgendwie für lange Strecken. Es war gerade alles mehr oder weniger improvisiert. Das war eigentlich fast ausschließlich, also da waren vielleicht mal so ein rhythmisches oder so, Pattern oder sowas war vorher bestanden mal. Nicht einstudiert, nicht, aber kannte man von irgendwann mal. Ja. Aber ansonsten war eigentlich die ganze Serie improvisiert. Was haltet ihr eigentlich von der Soundmusik oder Popmusik oder Underground-Musik mit deutschen Texten, zum Beispiel ihre Kinder? Du, ich finde okay, wenn Gruppen versuchen, mit deutschen Texten Musik zu machen. Warum nicht? Ich meine, ich finde das okay, wenn sie es können. Auch wenn sie es nicht können, ich meine, wenn sie es probieren einfach. Probieren, ist doch okay, versuchen. Ja. Man sollte kein Programm draus machen, man müsste jetzt in Deutschland deutsche Texte. Nee. Weißt du, ich finde so jedes Dogma, so Programme finde ich unheimlich Quatsch. Meinst aber du, dass es nichts gegen zu sagen. Oder so? Du, das wird in dem Moment durchkommen, wo das jemand unheimlich gut macht. Das ist doch das ist nicht abhängig von der Idee, sondern von der Gruppe, die plötzlich einfach unheimlich gute Musik und unheimlich gute deutsche Texte machen und die Sache stimmt und dann kommt es durch. Wir haben im Ausland aufgetreten, das habe ich auch schon. In der Schweiz hat er aufgetreten, sagte mir Jackie. Ja, ja. Ja, dann haben wir jetzt alles. Ob ich dann noch, eigentlich brauche ich mit den anderen gar nicht mehr zu reden, das ist doch alles kannst so. Kannst du ja, erfährst du irgendwas. Jetzt? Ich weiß es ja nicht, wie viel und was du haben. Ja, die Personalitäten habe ich schon von den Biografien hier. Warte mal, ich musste mal mitnehmen.